Geboren wurde Caroline Matzko 1979 in Ulm. Zwischen Ulm und Neu-Ulm ist sie aufgewachsen. Wie Planet Wissen berichtet, absolvierte Matzko ihr Abitur auf einem Spezialgymnasium für Latein in Ulm. Nach dem Abi arbeitete Caro Matzko beim Radio, genauer beim SWR in Baden-Baden, wo sie bei Das Ding eingestellt wurde. Sie zog nach München, um Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie zu studieren. Auf Bayern 2 erhielt sie eine Anstellung als Moderatorin und Autorin für die Sendung Zündfunk. Ihre Karriere als Moderatorin von Wissenschaftssendungen nahm ihren Anfang. Seit 2008 moderiert Matzko die Sendung Xenius auf Arte, doch wird auch von der ARD weiterhin für Planet Wissen sowie für den Gesundheitscheck eingesetzt. Matzko ist glücklich verheiratet und hat eine Tochter, die 2013 geboren wurde. Wie Planet Wissen berichtet, hört Matzko mit ihrer Tochter gern Kinderhörspiele von früher. Caro Matzko scheint keine Berührungsängste mit der Öffentlichkeit zu haben und zeigt sich ihren Fans sogar ungeschminkt. Ein Foto präsentiert die Mutter ohne Make-up mit Brille beim Schmusen mit einem Huhn. Sympathisch, oder? Im Interview mit Planet Wissen verriet Matzko, dass sie ihre freie Zeit am liebsten in ihrem Zuhause in München verbringt. Auf die Frage nach ihrem Traumreiseziel antwortete Matzko: Ich reise beruflich so viel, dass ich sehr, sehr gerne in München bleibe und an einen See radle. Als Alternative zum Ostufer des Starnberger Sees nehme ich die Westküste der USA. Ich starre sehr gerne aufs Wasser, das entspannt. Gegenüber Planet Wissen verriet die sympathische Blondine, womit sie ein Museum füllen würde, wenn sie die Aufgabe aufgetragen bekommen würde. Neben der Musikplatte Medium Cool World von Pelzig, dem Sesamstraße-Auftritt von Leslie Feist, dem Werk der Feministin Peaches sowie dem Buch Mittelreich von Josef Bierbichler wählte Caro Matzko auch alle Folgen von Buffy, meiner Lieblingsserie. Auch interessant dürfte für viele Caroline Matzkos Haltung gegenüber weiblicher und männlicher Rollenverteilung sein. So erzählte sie im Interview mit Planet Wissen, dass es sie bereits im Kindesalter gewundert hat, warum Mädchen ab dem ersten Lebensjahr mit einem ganzen Füllhorn von genderkonformem Glitzer überschüttet werden, den ich tatsächlich aber immer ganz attraktiv fand und immer die sein sollen, die wegrennen, wenn das Monster kommt. Wir dürfen also annehmen, dass Matzko ihre eigene Tochter zu einer starken Frau erziehen wird, die nicht im größeren Maße vor Monstern wegrennen würde, als Männer es tun würden. Insofern war ich schon immer neugierig darauf herauszufinden, was passiert, wenn das Mädchen aufsteht und Buh macht, sagte Matzko gegenüber Planet Wissen. Kein Wunder, dass Caro die Serie Buffy so gut gefällt, in der eine junge Frau neben bösen Vampiren auch allerlei andere Monster in die Flucht schlägt.